Ursula Eberl strahlt fast ständig, hier bei der Überreichung der Bayerischen Pflegemedaille am Dienstag. Und das, obwohl ihr das Leben, vor allem in den vergangenen 10 Jahren, eigentlich nicht viel Grund dazu gegeben hat. Im August 2001 änderte sich ihres und das ihres Mannes schlagartig. Ludwig, eigentlich kerngesund und Qualitätstechniker bei BMW, erlitt einen schweren Schlaganfall und eine Hirnblutung und ist seitdem schwerst behindert. Also ich glaube, wenn jetzt mit mir was wäre und meine Mama nicht da war und der da drin sitzen, der wüsste nicht einmal, wo er sich das Essen holen sollte oder dass er sich was zum Trinken machen sollte oder was. Also der da verhungern wäre. 35 Jahre lang war Uschi Eberl mit Herz und Seele Friseurin. Von einem Moment auf den anderen gab sie ihren Beruf auf. Für ihren Ludwig tat sie das aber gerne. Und auch ein wenig aus Trotz. In dem Moment ist mir das glauben, dass ich daheim betreue, wie die Ärztin zu mir gesagt hat, sie werden den nie zu Hause machen können, er ist ein Fall fürs Pflegeheim. Und wenn er heimkommt, versteht er nur noch Chinesisch. Und dann war es für mich aus. Und man denkt, da habe ich gesagt, die Entscheidung habe ich zu ihr gesagt, die müssen Sie mir überlassen. Ich sage, ins Pflegeheim kommt er nie. Schon wenige Wochen nach dem Schlaganfall holte sie ihren Mann nach Hause, wenn auch zunächst nur am Wochenende. Das ist dann die Eingliederung schon ein bisschen gewesen, also ins Ganze. Da haben wir kein Krankenbett noch nicht gehabt, nichts. Da habe ich dann aufs Sofa gelegt und haben wir da gewaschen und gemacht und da, also das war Wahnsinn alles. Aber wir haben es geschafft, gell, meine? Ludwig Eberl, oder? Genau. Ja, die vier. Ja, du musst nicht verloren gehen. Seit über 10 Jahren meistern sie nun ihren Alltag gemeinsam. Hilfe brauchen sie nur, wenn Ursula etwas außer Haus zu erledigen hat. Auf die Unterstützung der Malteser, von Indomo und auch von Nachbarn und Freunden kann sie aber zählen. Wer kann dieser Frohnatur schon einen Wunsch abschlagen? Ich bin nie mit dem Gesicht in die Klinik gekommen, da wo ich nicht gelacht habe, wo ich nicht lustig und fröhlich war. Und habe auch nie geweint drin, das habe ich dann daheim gemacht. Aber nein, das braucht man, das darf nicht sein. Weil wenn man sich runterhängen lässt, dann ist das für einen Angehörigen noch schlimmer dann. Ne? Sicher, ich habe manchmal schon auch meine Durchhänger, aber es ist dann bald wieder vorbei und dann geht's wieder. Auch von weiteren Schicksalsschlägen ließ sich Ursula Eberl nicht unterkriegen. Eine Brustkrebserkrankung vor einigen Jahren überwand sie ebenfalls mit dem Gedanken an ihren Ludwig. Ich bin dann nach meiner Krankheit, nach der Chemo und Bestrahlungen, nicht in Reha gegangen, nichts. Weil dann hätte ich ihn weggehen müssen, 3 Wochen, und dann hätte ich war ja dann wieder auf Null gewesen mit ihm. Und vor 3 Jahren beschloss sie dann auch, ihre altersdemente Mutter Lydia zu sich zu holen und sich auch um sie zu kümmern. Sagen wir mal, ich habe mit meinem Mann also viel Erfahrung und das kann ich mit der Mama dann umsetzen. Sagen wir, die kommt in der Früh als Erster, dann darf sie sich wieder ins Bett einlegen, kann nochmal schlafen zum Frühstück, kommt dann runter. Dann fahren wir wieder mit dem Lift rauf mit ihr und auf Nacht müssen wir halt mit ihr ins Bett gehen. Wenn sie um 7 geht, dann müsste man mitgehen. Also allein geht sie nicht drauf. Da kann sie dermaßen ungeduldig werden, dass es ganz aus ist. Und somit sind wir es gewohnt, dass wir um 7 ins Bett gingen. Gell, meine Kinder? Ursula Eberl hat sich mit ihrem Leben arrangiert. Und sie hat vor allem immer noch Spaß daran. Schau her, da bist du das erste Mal heraus gewesen. Schau mal, du hast 40 Pfund hast du abgenommen gehabt. Wie schlank du bist und wie dick du jetzt wieder bist. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Und solange wie ich kann, jetzt schlaft er gleich am Stuhl. Dann bleibt meine Mama daheim, also solange mache ich auch das.